Jung bleiben, das ist ein gutes Stichwort. Mein nächster Gast wird im Januar 30 Jahre alt. Ein Alter, das man ihr überhaupt nicht ansieht. Das macht sie als Schauspielerin natürlich interessant, denn sie kann ein breites Repertoire bedienen. Josephine Preuß. Verschüchtert. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Verrucht. Verletzlich. Sehe ich sehr schlimm aus? Gerade einmal 28 und schon eine der gefragtesten Schauspielerinnen. Ihr Erfolg? Kein Zufall, sondern großes Talent und unbedingter Wille. Ich schaff das allein, das hab ich immer! Schon als kleines Mädchen spielt sie Theater und steht mit 14 in Schloss Einstein vor der Kamera. Ich bin Anna Reichenbach und habe null Bock auf Dauerstress mit dir. Rotzfrech und politisch nicht korrekt. Sag mal den Kopftuch auf. Fahr schnell weiter, bevor sie den Zünder drückt. So wird die 1,52 Meter Kleine mit Türkisch für Anfänger zu einer ganz Großen. Schön. Du hast versprochen, die Orgasmuskurse nicht mehr bei uns zu machen. Das Image der kleinen Süßen ist sie längst los. Egal ob eine Lady oder einen Mann. Ihr Spiel überzeugend. Josephine Preuß. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr. Sie kommen hier in einem Riesentempo die Showtreppe runtergerast, dass man Angst hat, sie stürzen können sie nicht, weil diese Dame war brandenburgische Meisterin in der rhythmischen Sportgymnastik. Ja, aber ganz, ganz lange her. Ja, aber das. So, jetzt habe ich Sie, Frau Preuß. Gucken Sie sich dieses Gesicht genau an. Und diese Frau hat eben gesagt, aber das ist ganz lange her. Bei Ihnen ist noch gar nicht so lange her. Na doch, also die kurze sportliche Laufbahn ist sehr lange her. Das war mit 10, glaube ich. Und ich auch dann ganz schnell aufgehört, weil Sport war nicht meins. Und ich wollte nie Profisportler werden. Ich wollte das immer nur machen, um mich körperlich ein bisschen zu betätigen. Also aber wie andere Mädchen ins Ballett gehen? So ähnlich oder einfach tanzen oder ja. Und dann haben Sie sich einer Theatergruppe angeschlossen, ich glaube in Potsdam. Mhm. Was war Ihre erste Rolle, wissen Sie es noch? Nee, das war so eine Theatergruppe außerhalb der Schule als AG gemacht. Und da haben wir gar keine Stücke nachgespielt oder inszeniert, sondern das war ein Kindertheater. Die Fantasie anzuregen, die haben selber geschrieben, die Stücke. Und selber so aus kleinen Sketchen und kleinen Szenen ein Stück immer gemacht, ein großes im Jahr. Sie sehen so jung aus. Ja. Und stimmt es denn? Ich bin so alt. Stimmt es denn wirklich, dass Sie Ihre Klamotten im Kindergeschäft kaufen? Teils schon. Also ich bin einfach sehr kurz geraten. Das hat bei mir mit 14 aufgehört, sich alles irgendwie zu wachsen und entwickeln. Und ich weiß einfach, in einer bestimmten Kaufhauskette mit zwei großen Buchstaben, wenn ich da in die Kinderabteilung gehe und ich kaufe eine 152, passt es mir perfekt. Ich habe dann immer nur Probleme, weil hinten auf dem Einband steht dann immer 10 bis 11 Jahre. Aber waren Sie schon mal in New York? Ja. Ja. Haben Sie da schon mal versucht, im Hotel ein alkoholisches Getränk zu bestellen? Nee. Na, ich nehme an, man wird Sie überall nach dem Ausweis fragen. Wenn Sie hier in Deutschland in eine Disco wollen, müssen Sie doch Ihren Pass zeigen, oder? Ja, aber lieber so und gerne und dann das überraschte Gesicht sehen, anstatt irgendwelchen Leuten, die Teenagern, Alkohol ausschenken. Also ich habe damit kein Problem. Haben Sie auch wieder recht. Ja. Ich gucke mir die ganze Zeit fasziniert Ihre Haare an. Sind lang schon wieder, weil ne? Die sind ja jetzt ein bisschen länger gewesen und die waren ja fast bis zum Po. Die waren ganz lang bis zum Po und dann habe ich in einer historischen Rolle einen Mann spielen dürfen oder eine Frau, die sich als Mann verkleidet in Die Pilgerin. Und da wurden sie mir raspelkurz geschnitten. So, und da weint doch auch eine Schauspielerin. Da weint nicht die Schauspielerin, da weint Josephine. Das heißt, Josephine war aber dann doch so ehrgeizig und hat gesagt, als Schauspielerin muss ich das tun? Ich musste nicht. Es wurde mir schon freigestellt, aber ich bin einfach kein Fan von schlechten Perücken im deutschen TV. Ich sehe das immer. Und gerade meine langen Haare unter einer kurzen Perücke zu verstecken, war gar nicht möglich, weil da so viel Volumen ist, was man hätte verstecken müssen. Und dadurch, dass es ein langes Projekt war, ein großes Projekt und ich mich auch wirklich, es mag mich zu verändern für eine Rolle, gerade was machbar ist im Äußerlichen, stand es dann außer Frage, dass ich das wirklich mache.
Aber dann, als der Tag dann näher kam und als es geschnitten wurde, dachte ich schon, oh Kacke. Also ich habe jetzt auch vergessen, dass ich damit ja dann monatelang privat rumlaufe. Aber da muss man dann die persönliche Eitelkeit hinten anstellen. Was sagen die Eltern dazu? Mein Vater hat mich, glaube ich, erst mal ausgelacht, als er das Bild gesehen hat, wie ich mit kurzen Haaren aussehe. Aber alles gut. Sind ja wieder. Sie haben mal, weil Sie ja so frisch und frei von der Leber wegsprechen, einen Spruch geäußert. Ich traue mich, den gar nicht zu zitieren. Oh Gott. Aber ich werde es trotzdem machen. Also zu Hause hatte ich eine Scheißkombi, eine Lehrerin und einen Bullen. Können Sie uns das als Eltern ein bisschen näher bringen? Ja, das sind natürlich die beiden Berufsgruppen, mit denen man als Teenager erstmal gar nichts zu tun haben will. Und die habe ich am Frühstückstisch. Aber das ging alles ganz gut. Meine Eltern sind einfach Profis da drin, den Job sein zu lassen und komplett zu Hause. Privat Eltern, da waren sie ja Eltern. Und das sind einfach sehr loyale, gerechte, tolle Menschen. Und jetzt ist es die schönste Kombination, die ich haben kann. Aber schön, wenn ein Kind das sagen kann, dass es glücklich ist, dass die Eltern die Arbeit nicht mit nach Hause gebracht haben. Ja, das wäre auch gar nicht möglich. Und die haben jetzt Verständnis für ihre Rollen? Rufen sie ihre Mama manchmal an und sagen, soll ich jetzt die Rolle auch noch spielen? Nee, das nicht. Also meine Rollenauswahl mache ich schon selber. Aber meine Mutter als Deutsch- und Geschichtslehrerin hilft mir natürlich gerade in diesen historischen Stoffen, die ich drehe, wenn ich dann doch mal Fragen zu dem Leben damals hatte. Da weiß sie einfach eine ganze Menge. Da holt man sich dann schon Ratschläge. Aber Rollenauswahl, das darf ich alleine machen. Rollenauswahl hat natürlich auch viel zu tun mit den Menschen, die drumherum eingesetzt werden. Wer sind für Sie, wie sieht die Hitparade der Wichtigkeit der Verantwortlichen aus, denen Sie vertrauen müssen, um in einer Rolle glücklich zu werden? Ich vertraue immer dann, wenn Menschen eine Vision haben, wenn sie das gut vermitteln können, wenn sie ein Projekt auf die Beine stellen wollen, wenn sie mal vielleicht was anderes machen wollen, was ja in Deutschland immer zieht, sind Romantic Comedies, kann ich aber nicht mehr sehen. Wenn man einfach bestimmte, ob aktuelle Themen, ob sozialkritisch, ob einfach Leute, die was machen wollen, die für die deutsche Fernsehlandschaft gut unterhalten wollen. Ich habe meine erste Erinnerung an Sie als Schauspieler, weil ich ja auch Kinder habe, mit Einstein, mit Schloss Einstein. Mhm. Wie viele Folgen davon haben Sie gedreht? Ach, das weiß ich gar nicht, aber ich war in der dritten Generation, bin ich dazugekommen und habe das ich kann das gar nicht mehr in Folgen zählen. Wie haben Sie das geschafft mit der Schule? Ach, das ging. Ich war eine ganz gute Schülerin. Ich hatte immer nie Probleme mit der Doppelbelastung. Und natürlich ist es bei, wenn Kinder drehen, es gibt ganz festgeschriebene Gesetze. Da wird auch sehr drauf geachtet, dass man nur bestimmte Anzahl an Stunden am Tag am Set ist. Es gab immer Hausaufgabenbetreuung, Kinderpädagogen. Da wurde sich gut um uns gekümmert. Ich würde Sie gerne noch befragen zu ein paar Ihrer Kollegen. Ja. Sie haben gespielt mit Wotan Wilke-Möhring, der in aller Munde ist. Zwei Sätze zu ihm. Großartiger Kollege, der beim ganzen Stress und Arbeiten nie den Humor dabei vergisst. Ken Duken. Oh, ich bin verknallt in Ken Duken. ich hatte es selten, also wir haben im Hotel Adlon zusammengespielt. Eine sehr verzwickte emotionale Beziehung und Ken Duken war der einzige Spielpartner, der mich auch in der Rolle, als ich eigentlich die Rolle sein sollte, mich auch persönlich so berührt hat. Es gab eine Szene im KZ, er ist inhaftiert als Jude und ich durfte ihn besuchen und muss ihm sagen, ich bin schwanger. Und wir haben geprobt und Uli Edel, der Regisseur, stand daneben und auf einmal liefen mir die Tränen in dieser Probe und Uli nur so: Spar dir das fürs Dreh, weil ich konnte einfach nicht, weil er hat mich einfach so gehabt. Ja. Unglaublicher Kollege, ich würde sehr gerne noch mal mit ihm arbeiten. Noch einen dritten, Robert Atzorn. Robert Atzorn, mit dem drehe ich gerade auch aktuell. Also der ist ja auch unser Chef in Alles muss raus, der Firmengründer. Mit dem drehe ich jetzt aber auch gerade seine ZDF-Reihe Nord-Nord-Mord auf Sylt. Der hat mich dann, ich weiß nicht, wir hatten viel zu wenig Szenen in Alles muss raus und wir wollten unbedingt noch mal spielen, deswegen hat er mich da in seiner Serie untergebracht. Verliebt man sich manchmal in die Partner, in die Schauspieler? Beruflich ja. Ja. Beruflich ja, auf jeden Fall. Ich verliebe mich in jeden Kollegen, und beruflich. Ist denn im Moment überhaupt ein Plätzchen für einen Liebhaber frei bei Ihnen? Nein, nein, Sie müssen Folgendes wissen. Wir haben vorher ausgemacht, dass ich Sie nicht nach Ihren privaten Zuständen befrage. Deswegen drücke ich das ja so allgemein aus. Ah, jetzt, ich meine, können wir es ja sagen. Ja,
Nein, aber es gibt Zuschauer, die uns jetzt zuschauen, die sagen, das wäre für mich die Richtige, die noch Hoffnung haben können. Ach, das sagen können das immer alle. Das ist nicht schlimm, ob es dann so wird. Den Schluss möchte ich gerne Josephine Preuß überlassen als Reiseleiterin, weil sie uns allen empfehlen möchte, nach Kuba zu fahren. Ja. Da war sie oft, da war sie mit Papa, da kennt sie sich aus. Warum Kuba? Wenn man das alte Kuba mit seinem Charme, den lieben Leuten, der Musik und dem Flair einfach noch erleben will, dann muss man das jetzt machen. Weil sobald Raúl und Fidel nicht mehr sind und die ganzen Exilkubaner natürlich rüberkommen, wird das da wie in Varadero. Aber Varadero ist nicht Kuba. Man muss hin. Also haben Sie einen Hoteltipp? Gar keine Hotels, nie Hotels, sondern immer diese Casa Particulares. Das ist sowas, ja, wie Bed and Breakfast. Ja. Privatunterkünfte bei Familien. Erstens brauchen die das Geld und zweitens kriegt man da die besten Mojitos. Also, wenn das keine Tipps sind für Sie, vielen herzlichen Dank, Josephine Preuß.